Tonight, die 10. Und wir haben heute einen Special Guest. Und zwar Dirk Bamberger, meine Damen und Herren. So, hi, lieber hi. Dirk. Ich sag einfach mal du, weil du es mir angeboten hast. Deswegen, korrekt. Schön, dass du da bist. Gerne. Ich würde dich einfach gerne mal fragen, hast du die letzten Wochen eigentlich unser Projekt Marburg Clubs United mit angeschaut? Warst du online? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es vom ersten Set an mitverfolgt. Zwar nicht immer den kompletten Stream, aber immer mal so reingeguckt, weil ich auch super neugierig war, weil ich das total klasse finde, was ihr macht. Denn ihr gebt euren Fans, euren Gästen die Gelegenheit, immer noch bei euch zu sein, obwohl es im Moment eigentlich gar nicht möglich ist, mit euch gemeinsam Party zu machen. Ja. Und so hatten die Leute wenigstens die Möglichkeit, mal zu Hause Party zu machen oder irgendwo draußen bei schönem Wetter zusammenzusitzen und euch trotzdem zu genießen. Fand ich echt cool. Ich finde das sehr toll, was wir für einen Zuspruch bekommen. Also vom Marburger Landkreis, vom Bürgermeister, vom OB, von euch. Alles das, was hier gerade passiert, ist ja auch mit eurem Zutun. Also ihr seid ja auch Befürworter dessen. Und ja, natürlich. Also für uns als in der Politik ist das total wichtig, dass jetzt gerade in dieser Zeit auch dort, wo es irgendwie möglich ist, doch noch so ein bisschen soziales Leben stattfinden kann, kulturelles Leben, und ihr seid kulturschaffend, und es wäre total schade, wenn man nicht irgendwelche kreativen Wege finden könnte, trotzdem noch irgendwie weiterzumachen. Zwar nicht so wie im Club selbst, aber wenigstens auf dem Weg. Und dafür gut, also wirklich ganz, ganz vielen Dank an alle Organisatoren, an all diejenigen, die hinter den Kulissen und vor den Kulissen hier die Party machen. Und Stefan Oberhansel ist ja so einer der Führenden. Ich wollte es gerade sagen. Stefan, herzlichen Dank dafür. Aber heute auch herzlichen Dank an die Stadtwerke Marburg. Und vielen Dank. Und an dich, Matze, dass ihr das hier möglich macht. Und wirklich ein geiler Set heute Abend hier. Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich, dass wir so viel Zuspruch bekommen. Und ich würde sagen, wir prosten einfach mal zu. Mit Abstand auf 10 Wochen. Nicht auf 10-Jähriges. 10 Wochen. Ich bin gerade so verwirrt gewesen vorhin. Aber auf 10 Wochen. Marburg Clubs United, und dass ihr, liebe Zuhörer, dass ihr uns erhalten bleibt und feiert mit uns. Bitte tut es, trotz Corona. Vielen Dank.